Beim zweiten Mal okay, beim dritten Mal, baby, baby. Moin, wir sind Clan und wir machen Indie-Popmusik. Also unseren eigenen Entwurf von Pop. Wir machen irgendwie alles so zu zweit selbst. Wir sind Brüder und heißen Stefan und Michael. Also durch Corona sind wir überhaupt dazu gekommen, auch mehr Musik zu schreiben, zu produzieren und zu veröffentlichen. Absolut. Und dann haben wir aber auch diesen Run aufs Internet mitgemacht und alle Instagram-Festivals mitgenommen, die man mitnehmen kann. Und das ja, ist natürlich jetzt seit schon ein paar Monaten so ein bisschen auch gelutscht, der Drops. Jetzt muss das irgendwie mal richtig auch von der Qualität ein bisschen höher gehen. Bei uns persönlich geht es sowieso so weiter, dass Michael jetzt gerade mal wieder studiert. Michael ist eigentlich angehender Mediziner auch. Dr. Alban, quasi Dr. Alban 3.0, sag ich mal. Genau. Ja, mal was anderes machen zwischendrin und dann ab Frühjahr nächsten Jahres wieder starten. Wir haben ja auch schon unsere Touren in den Mai verlegt. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass erstmal das nichts wird, die nächsten Monate. Und das Geile ist, ich habe aber noch Spuren von dir und ich mache einfach in der Zwischenzeit weiter. Aber bin auch sonst Produzent und habe halt irgendwie genügend zu tun. Also die Auftragslage ist jetzt nicht das, worüber ich klagen kann. Deswegen, genau, wird schon irgendwie werden. Wir sind findige Ossis und finden immer Wege. Also wir leben auf jeden Fall mit wenig, wie die meisten gerade auch. Es ist immer so eine menschliche Frage. Also das heißt, es gibt viele Leute, die zusammenrücken, aber es gibt auch immer, auch in der Musikszene, halt Leute, die eher die Ellenbogen ausfahren, wenn du halt irgendwie in so einer Situation bist. Und also wir fahren auf jeden Fall die Ellbogen aus. Ja, aber richtig breit. Einfach wegbolzen. Nee, ey, das ganze Gegenteil ist der Fall. Wir wollen eigentlich, dass die Community, dass die alle irgendwie durchkommen. Wir machen jetzt immer so Playlisten, wo die alle drin sind und so, um die alle bei Spotify noch so ein bisschen anzufeuern. Und uns selbst natürlich. Kann da ein Duft nicht sehen. Kann da ein Haut nicht auf. Deinen Kuss nicht spüren, na dann bald schon. Also ich glaube schon, dass die Streaming-Anbieter jetzt, also es wird einfach mehr gestreamt und die haben an den Schlüsseln bisher nichts verändert, was an die KünstlerInnen rausgeht. Und das heißt, Spotify und Apple stecken sich auf jeden Fall Kohle in die Tasche und Amazon und Deezer und alles Streaming-Anbieter. Also die Big Player, so wie immer halt. So wie immer halt, die Reichen profitieren am Ende und die Armen irgendwie eher so noch ein Stück weit mehr unter die Räder kommen. Also ich glaube, wir sind so abhängig von Klicks wie alle. Jeder Mensch braucht Klicks. Du hast geil Song gerade darüber geschrieben. Auf der Sommerseite kommt der raus, der heißt Statistik und die Line im Refrain ist: Schau nicht auf die Statistik. Also ich merke schon, dass es mega schnell auch, also auch so psychisch abhängig macht, so diese Zahlen, weil es das sieht aus wie so ein objektiver Wert, irgendwie, wie gut irgendwas ist oder so. Man sagt dann, wie gut ein Song funktioniert und sowas. Dabei ist ja Kunst eigentlich nicht, dass ein Song gut funktioniert im Sinne von, der landet in irgendeiner Playlist und der Algorithmus funktioniert und so. Eigentlich ist ja gute Kunst was anderes und so. Und da muss man total aufpassen. Und das merke ich, dass das irgendwie gar nicht so einfach ist, sich davon immer wieder so ein Stück weit unabhängig zu machen von den Zahlen und von den Klicks und so. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch ganz praktisch im Business so ein Stück weit davon abhängig, weil einfach so Veranstalter und so Festival-Leute natürlich drauf schauen, wie viel wird jemand gehört und wie viel zieht jemand. Beim ersten Mal tut's weh, beim zweiten Mal okay, beim dritten Mal baby, baby. Also es wäre schön, wenn es ohne irgendwie so eine Vermarktung ginge. Das Ding ist, dass ich zum Beispiel, ich mache jetzt halt irgendwie seit 15, 20 Jahren Musik oder so. Also ich bin jetzt auch noch nicht so super alt, ich habe einfach früher angefangen, aber genau. Ich bin jetzt eigentlich mehr, ich sag manchmal Spielertrainer, aber es ist eigentlich so, ich bin unser Marketing-Typ irgendwie auch, ne? Also indem ich unser Social Media hauptsächlich betreue oder so. Und das ist was, worauf ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe. Also so,
das zu sein. Und ich glaube, es geht ganz vielen anderen Leuten so. Also ich habe auch gerade mit vielen DIY-KünstlerInnen da gequatscht, die an dieser Stelle auch gewissermaßen überfordert sind. Auf der anderen Seite halt auch, wenn du so eine Social-Media-Agentur beauftragst oder so, dann ist es wieder nicht deins, dann ist es irgendwie, weißt du, also da jemanden zu finden, der das irgendwie so eins zu eins spiegelt, was man da selbst machen wollen würde oder sowas. Genau, da brauchst du, glaube ich, wie in allen anderen kreativen Feldern auch eine sehr gute, enge Zusammenarbeit. Wir sind alle so unperfekt, wir sind alle mal schlecht im Bett, wurden alle schon mal verletzt. Diese berufliche Dimension von Social Media Manager und Marketing-Experte und sowas, die ist ja einfach zu diesem Beruf, Künstler oder Künstlerin, einfach dazugekommen vor ein paar Jahren. Man muss das jetzt halt noch so nebenbei machen. Und für viele Leute ist es halt einfach 50% der Arbeitszeit. Und natürlich wird dadurch auch die Kunst nicht besser so. Das ist auf jeden Fall so. Und das sagen auch Leute, die halt älter sind und die früher Musik gemacht haben, so dass sie ein chilliges Leben hatten. Die haben halt einfach ihre Zeit im Proberaum verbracht und haben halt gespielt und Musik gemacht und so. Und das ist auf jeden Fall ein anderes Leben, als zu spielen und im Proberaum zu sein, alles mitzufilmen, zu schneiden und zu vermarkten und auf alle Kommentare zu antworten. Oh mein Gott. Das ist einfach, naja, ist was anderes. Aber das ist halt auch der Turbokapitalismus. Wir sind schon ziemlich am Ende da und irgendwie. Wir müssen jetzt nur noch durch die Ziellinie und dann. Genau. Und dann ist ja Anarchie. Genau. Ich hoffe. Ich freue mich drauf. Nee, das wäre fett. Nee, aber ich glaube, es sind auch einfach wahnsinnig viele KünstlerInnen. Also jetzt, ne, wenn ich mal so diese goldenen vielleicht 90er oder so, als unser Onkel auch irgendwie erfolgreich war oder so, ne? Das war einfach eine geile Zeit. Ja. Da hat man sich halt gut gehen lassen, das war noch so vor diesem Mediencrash, als dann erstmal auch klar wurde, so, okay, jetzt ist auch erstmal insgesamt weniger Geld für so Luxusdinge wie Journalismus oder Kultur da. Schäden laufen weiter, auch wenn alles streikt, dass wir unsere Körper nicht berühren, nur sehen. Ich glaube, die Digitalisierung, die hat auch viel Gutes für Künstler. Es ist halt erstmal ein gefühlt etwas freierer Wettbewerb oder so. Man hat halt erstmal weniger Zugangsbeschränkungen. Also wenn ich sehe, dass, ich weiß nicht, gerade im Rap oder so, man braucht ja eigentlich nur noch ein Mic und halt irgendwie ein paar Splice-Samples und der Laden läuft so ungefähr. Also wenn man irgendwie Musik machen will, dann ist es eigentlich einfach, die irgendwie auf den Markt zu bringen. Was ich dann immer spüre, das ist natürlich, dass es trotzdem irgendwie ein künstlerisches Wachstum braucht oder so, dass das dann auch irgendwie geiler Scheiß wird. Wir haben uns halt erstmal für so einen Weg entschieden der Vorfinanzierung, aber es ist auch ein Leben auf Pump im Grunde. Also so dieses Label-Business, in dem wir drin sind, das ist quasi auch, weil wir Ossis sind und kein Geld hatten, würde ich mal sagen, oder? Und das erstmal auch gut tat, so, ne, irgendwie so Videos produzieren, bla und so, das alles irgendwie machen zu können. So, genau, aber an sich gibt es Künstlern, glaube ich, KünstlerInnen eine große Freiheit auch erstmal zu machen, aber man sieht halt auch auf der anderen Seite, tja, wenn wir jetzt alle Künstler sind, wer hört denn sich das Ganze noch an? Du bist da. Oder nicht? Dein Gesicht, ich warte hier auf dich.